Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir haben unsere erste richtige dädrische Rüstung. Ich habe aber nicht geguckt, so beziehungsweise verglichen. Doch, warte mal. Wo? Das gibt 16 Schutz, das aber dafür nur 12. Den Brustharnisch, städtischen Brustharnisch. Ich freue mich gerade drauf, dass wir das wirklich haben. Dass wir den jetzt schon bekommen haben. Also richtig fest und nicht durch irgendwelche Zauber oder sowas. Und ich freue mich, wenn wir dann auch die anderen Teile endlich finden. Ich finde es schade, dass wir es nicht geschafft haben, zum vollwertigen Ebenerzkrieger zu werden. Aber trotzdem, ich freue mich gerade, dass wir das gefunden haben. So. Ein bisschen Mana müssen wir noch tanken, damit wir uns aufleben, unser Leben auffüllen können. Aber ich freue mich gerade richtig, dass wir das haben. So, warte mal. Zustand ist 100%. Ich guck mal, ob noch irgendwas repariert werden muss von dem, was wir haben. So, Hammer. Ja, es muss einiges repariert werden. So, jetzt ist die Frage, sind wir jetzt voll? Jetzt sind wir voll, okay. Kolovianischer Händler. Ne, wir müssen da lang. Und hier, ist aber auch zu. Okay, dann reden wir erstmal mit dem Jarl. Was ist? Habt Mitleid, Herr. Ich habe nichts. Die unter dem Zeichen der Schlangengeborenen können auf. Ja, okay. Janus Haraldor. Mit dem müssen wir jetzt nochmal quatschen. Ich speichere noch einmal, während wir hier sind. Damit wir den Harnisch nicht nochmal irgendwie verlieren oder so. Jetzt, wo wir den haben. Ja, Meister. Braucht ihr mich? Elidor? Was kann ich für euch tun, Ritter? Hütet euch in den Wäldern vor Minotauren. Sie sind schrecklich aggressiv und eure Rüstung schützt euch nicht vor ihnen. Wiedersehen. Ich hab hier eine Daedra-Rüstung. Warum soll die mich nicht schützen? Ja, Meister. Braucht ihr mich? Was kann ich für euch tun, Ritter? Etwas Übleres als Ogre gibt es nicht. Ja. Das sind zähe Biester, von denen Zauber nur so abprallen. Okay. Lebt wohl. So ein Gesellterkubat. Boah, ich freue mich, sobald die Daedra-Rüstung vollzählig ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Ist er oben? Ich glaube, ich muss mit ihr nochmal reden. Ihr habt eure Aufgaben für den Grafen erledigt. Oder etwa nicht? Ja. Dann wartet bitte hier, während ich ihn informiere. Ich warte hier.
Boah, ich freue mich, wenn wir wirklich das vollzählig auf Dädrisch haben. Also die Armschienen noch, die Beinschienen, die Stiefel, Helm, Schild und Schwert. So, und jetzt heißt es wirklich abwarten. Darf ich mich hier einfach mal hinsetzen? Stuhl? Setz mich mal hin. Okay, der werte Herr kommt schon. Ne, sie kommt. Und wartet da. Was? Hallo? Der Graf ist auf dem Weg. Bitte, bleibt hier und seid geduldig. Okay, dann warte ich auf den Grafen. Guten Morgen. Wie geht's? Ich habe schon bessere Zeiten gesehen. Glathir benimmt sich im Augenblick noch seltsamer als sonst, meint ihr nicht auch? Selbstverständlich. Da kommt er schon. Wiedersehen. Nun, die Arbeit ist getan. Jetzt können wir über die Informationen reden, die ich für euch habe. Okay, die Blutkrustenhöhle? In der Höhle herrscht wieder Ruhe. Es wäre töricht zu glauben, dies sei eine offene Einladung an jene, die gerne in mein Herrschaftsgebiet vordringen würden. Okay, habt ihr Gerüchte? Im Transniben gibt es Probleme mit Schmugglern und kaitischen Banditen, aber Marius Caro ergreift bereits Maßnahmen dagegen. Okay, sonst wegen der Information. Eure Gilde hat noch nicht das volle Ausmaß der Gefahr erkannt, die rasch näher rückt. Hoffentlich werden ihnen bei eurer Rückkehr endlich die Augen aufgehen. Die Totenbeschwörer sind ein Vorzeichen der Dinge, die noch kommen werden. Ein alter Bekannter der Gilde ist nach Cyrodiil gekommen und sie folgen seinem Ruf. Mir ist zwar schleierhaft, zu welchem Zweck er gekommen ist, doch ich glaube, die Gilde der Magier ist in großer Gefahr. Manni Marco ist zurückgekehrt. Er ist nahezu unbezwingbar und hat sich irgendwo im Norden von Cyrodiil niedergelassen. Das ist alles, was ich weiß. Seht zu, dass euer Oberhaupt Ravin dies so bald wie möglich erfährt. Ich hege für eure Gilde keine Liebe, aber ich wünsche auch nicht, dass sie vernichtet wird. Okay, Manni Marco, was habt ihr da, was wisst ihr über ihn? Er ist ein alter, mächtiger Totenbeschwörer. Ravin wird den Namen kennen, auch wenn er euch nicht geläufig ist. Sonstige Informationen? Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Manni Marco ist nach Cyrodiil gekommen und ich glaube, dass er eurer Gilde Schaden zufügen will. Ravin muss davon wissen. Selbst ich weiß, dass einige eurer Gilde den Rücken gekehrt haben, um sich ihm anzuschließen. Ich glaube, dass man euch vertrauen kann, da ihr schon einmal angegriffen wurdet. Vielleicht ist es ein Fehler, diese Schlussfolgerung zu ziehen, doch ich denke, das kann nur die Zukunft zeigen. Okay. Kehrt zu eurer Gilde zurück und bereitet euch entsprechend vor. Ich freue mich, Manni Marco wieder zu sehen. Hören wir uns das einmal an. Denn zweimal bin ich ja ihm schon begegnet. Ja, Meister, braucht ihr mich? Privat in Elder Scrolls Online halt. Ja. Und in Daggerfall, da mussten wir so oder so mit ihm zu tun haben. König der Würmer. Deswegen freue ich mich irgendwie doch, dass er hier auch vorkommt. Dass man ihn hier dann auch wieder sieht, wieder trifft. So, ich gehe mal hier so rum.
im Norden, heißt es. Drachenklauerfelsen. Namira. Azura. Aber wo genau hier im Norden soll er sein? Hier irgendwo? Ich glaube hier irgendwo. Von den Giralbergen. Da würde es auf jeden Fall irgendwie Sinn machen. Weil er war ja in Hammerfell. Oder Hochfels. Irgendwie auf jeden Fall da die Richtung war er. Falsche Richtung. Und daher bin ich auch gespannt, wie er hier aussieht. Vielleicht einmal kurz speichern. Oblivion macht mir Angst, was Spielabstürze angeht. Ernsthaft? Ihr wollt mich jetzt an... Wir machen Folgendes. Priorei der 9. Wir laden die Pfeile wieder ab. Kommandant? Nur einen Moment, wenn ich bitten darf. Wir sollten uns unterhalten. Was ist? Wurde das Kloster aufgebrochen? Sind die Toten auferstanden? Wir müssen uns mit dem Problem in Daggerfall befassen. Ihr wisst schon, der Geist. Ein toter König oder so etwas? Ja, ich verstehe. Ihr habt also eine Strategie, einen Plan. Als ersten Schritt müssen wir natürlich die anderen informieren. Die Ritter der Neuen müssen gemeinsam abstimmen und handeln. Ja. Schön. Dann ist es entschieden. Lasst uns jetzt auseinandergehen und uns vorbereiten, ja? Endlich ein würdiges Ziel. Mögen die Neuen euch führen und beschützen. Seid gegrüßt, Ritter. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich muss euch sprechen. Oh. Also gut, aber fasst euch bitte kurz. Meine Pflichten. Wir müssen uns mit dem Problem in Daggerfall befassen. Ihr wisst schon, der Geist... Ein toter König oder so etwas? Ja, ich verstehe. Ihr habt also eine Strategie, einen Plan? Als ersten Schritt müssen wir natürlich die anderen informieren. Ja, Bruder Ritter. Die Ritter der Neuen müssen gemeinsam abstimmen und handeln. Seid gegrüßt, Sir Areldur. Lasst uns nun auseinandergehen und unsere laufenden Aufgaben erledigen. Ich werde euch später aufsuchen. Dann setzen wir unser Gespräch fort. Seid gegrüßt, Ritter. Umaril? Ihr habt vollbracht, was selbst Pelinal Weißplanke nicht vermochte und Umaril ein für allemal gebannt. Ganz Tamriel steht in eurer Schuld. Wegen der Sache da mit dem König, ihr redet von Lysandus. Seht euch vor. Ihr seid dafür 20 Jahre zu spät. Ich find's cool, dass das Thema auch nochmal angegriffen wird in Daggerfall. Aber die sind 20 Jahre zu spät. So, jetzt erstmal die Pfeile. Alle erstmal einlagern. So viele Pfeile eingesammelt. Das waren fast 20 Kilo. Seid big. So, okay. Reisen wir mal da mal schnell hin. Ah. Ihr müsst die neueste Errungenschaft der geheimen
Hallo. Ich glaube, das blaue Klima von Brumar kommt Narina Carbine entgegen. Hannibal? Was gibt es Neues aus Skingrad? Ich nehme an, ihr habt mit Graf Hasildor gesprochen. Manimako, sagt der Name euch was? Was? Ist das möglich? Das sind wahrlich schwerwiegende Neuigkeiten. Ich hatte womöglich aus Torheit geglaubt, dass die Nekromantie in Cyrodiil völlig ausgerottet sei. Wie es scheint, hätte ich nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein können. Ich werde den Rat konsultieren müssen, wie mit dieser Situation zu verfahren ist. Ich danke euch für diese Information. Sie wird womöglich viele Menschenleben retten. Ach so, seht euch vor. Es ist mir wirklich eine Ehre. Im Moment gehört all meine Aufmerksamkeit dem Rat. Ich werde euch bald genug brauchen. Ich brauche mehr Zeit. Okay, kann ich zum Rat? Wie geht's? War doch das hier, oder? Seid gegrüßt, Hexer. Ramius? Ich habe von euch gehört. Ihr seid der göttliche Kreuzritter, von dem jeder spricht. Ja, das auch. Gerüchte? Man sagt, dass die Kämpfergilde alle Trolle in der sumpfigen Höhle erwischt hat. Aber ich traue mich trotzdem nicht in die Nähe von Harluns Wacht. Wegen der Magiergilde? Die geheime Universität gibt es schon so lange wie die Magiergilde in Cyrodiil. Sie ist seit Ewigkeiten unser Heim. Okay. Auch ihr. Wie kann ich euch helfen? Garidans Tränen? Ihr seid nicht die erste Person, die danach sucht. Eine ziemlich bemerkenswerte Sache, wirklich. Ich weiß ein wenig darüber. Bitte, ich möchte es gerne hören. Sicherlich. Garidan war ein Ritter, der über ein kleines Dorf friedlicher Bauern herrschte. In einem Erntesommer gab es eine fürchterliche Dürre. Die Bauern flehten Garidan an, eine Lösung zu finden. Er beriet sich eine Woche lang mit Weisen, bis einer von ihnen eine Möglichkeit erwähnte. Der Weise erzählte ihm von einem Artefakt, das der ewig fließende Wasserkrug genannt wurde. Aus diesem Gefäß, geformt wie ein Silberkrug, strömte angeblich Wasser bis in alle Ewigkeit. Verblüffend. Ja, allerdings. Die Legende erzählt, dass Garidan den Wasserkrug gefunden hat. Aber dass dieser von einer fürchterlichen Kreatur bewacht wurde. Es heißt auch, dass diese Kreatur ihn erstarren ließ. Als Garidan erkannte, dass seine Suche fehlgeschlagen war und er nicht zurückkehren konnte, um die Bauern zu retten, begann er zu weinen. Da er von Eis umhüllt war, erstarrten auch einige seiner Tränen. Manche sagen sogar, dass Mara die Göttliche Mitleid mit dem armen Ritter hatte. Um an sein gutes Herz zu erinnern, belegte sie die Tränen mit Zauberkräften. Aber das sind alles nur Gerüchte. Wisst ihr, wenn ihr mehr wissen wolltet, gibt es ein Buch, das ich einmal gelesen habe. Es heißt Ritteruntergang. Dort findet ihr vielleicht mehr über Garidan. Wo kann ich dieses Buch finden? Ich glaube, als ich das letzte Mal in der Erstausgabe im Marktviertel war, habe ich dort ein Exemplar gesehen. Okay, sonst irgendwelche Gerüchte? Bei der Magiergilde läuft eigentlich alles wie gehabt. Aber wir haben seit der Ächtung der Totenbeschwörung nicht wenige Mitglieder verloren. Okay, dann wär's das. Besucht mich doch später noch einmal. Othiel? Erzmagier Traven ist der Erste, der solch eine harte Linie gegen die Totenbeschwörung führt. Es ärgert eine ganze Menge Leute. Okay. Lebt wohl. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich warten soll. Aber wir müssen noch ein paar Sachen verkaufen. Ah. Kaiserstadt Baumgarten. Ich bin gerade wirklich stolz, dass wir jetzt schon das erste dädrische, richtige dädrische Ausrüstungsteil haben. Klar, wir hatten mal ein Schild und ein Schwert gehabt, aber die waren von der Qualität richtig schlecht.
ich hoffe, das hier ist jetzt wirklich mal gut. Händlerviertel war noch eins weiter, oder? So, hier war doch Marktgebiet, oder? Ja, hier ist der Marktgebiet. Was ist los? Seid gegrüßt, Lieutenant. Die Kämpfergilde hat einen neuen Meister und Aurelien ist zurück. Nein, Sir. Wo ist denn Marktviertel? Noch eins weiter? Marktdistrikt, okay, hier. Göttliche Eleganz. Music Emporium. Hauen und Stechen. Guten Tag, Urbold. Was wollt ihr? Ich möchte dir meinen Scheiß... Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Ja, also... Das gute Zeug habt ihr nicht, aber ich drehe dir... Dolch des Brandes darfst du haben. Das Kurzschwert der Zersplitterung. Langschwert des Feuers behalten wir. Ach komm, den Magierstab hier. Den darfst du auch haben. Das ist ein echtes Schnäppchen. Das darfst du haben. Das darfst du haben. So, wir sind schon fast bei 30.000. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Wiedersehen. Ich wollte jetzt jemanden, der ein bisschen mehr Geld hätte. Hier vielleicht, oder? Ich habe von euch gehört. Ihr seid der göttliche Kreuzritter, von dem jeder spricht. Ja, ich möchte... Rüstung? Waffen? Der hat auch nur 800. Lebt wohl. Wie geht es euch heute? Meine Münze. So, fruchtbare Münzbeutel. Abermals willkommen. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Der hat auch nur 800. Lebt wohl. Ich brauche jemanden, der 1200 oder mehr hat. Was wollt ihr? Handel. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Kann ich dir auch etwas von meinen Waren zeigen? Ach so. Erläuterung Band 3? Was? Schönen Tag. Merchants Inn. Black Horse Courier. Hier haben wir noch einen Handelswaren. Ich hoffe... Kann ich euch behilflich sein? Handeln. Was darf ich euch anbieten? Er 1000, okay. So, was kann ich für 1000? Bogen des Schneestuhls. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Die sind genau 1000, also geht da bestimmt mehr. Das ist ein gutes Angebot. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Okay, kein Thema. Lebt wohl. Braucht jemand, der noch mehr hat? So gut wie neu?
Gibt es Neuigkeiten zu dieser Aufgabe, über die wir sprachen? Inventar? Sein Inventar muss gestohlen sein, auf jeden Fall. Er verlangt weniger, als allein schon die Herstellung mancher Dinge kostet. Seht selbst. Krupter kaiserlicher Wachmann? Toronir? Ich sagte euch doch, dass er nicht kooperieren wird. Das Beste wäre, wenn ihr ihn beschattet und herausfindet, wohin er geht. Okay, korrupter kaiserlicher Wachmann? Wer hat euch das erzählt? Zwei eurer Kunden haben es mir gesagt. Nur geraten, sind sie das nicht alle? Nett. Ruslan und Lurong. Diese Narren wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Ich werde euch gar nichts erzählen, Fremde. Ich traue euch nicht. Okay, Gerüchte? Wenn ihr einen Schild benötigt, findet ihr bei Steinmauerschilde eine reichhaltige Auswahl. Okay, seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Akavir die Kriegsklinge? 5556? Dafür aber 17 Schaden. Wie viel Schaden macht mein Dings? 23, ja gut. Edelstein besetztes Amulett. Für 600 verkauft ihr nichts. Nochmals Dank. Haben wir hier Holz zu Lager. Zum Futtertrog. Roter Diamant. Eine faire Chance. Willkommen im Eine faire Chance. Ich bin Rossan, die Inhaberin. Ich verkaufe die besten Schwerter der Stadt. Und ich bilde fortgeschrittene Waffenschmiede aus. Wissen ist Macht. Fertigkeit Geselle, Fürgeselle, Trainingsstunden 0 von 5, Kosten 560 Euro Goldstücke. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? 1200 hätte sie. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Kann ich hier noch irgendwas andrehen? Ne. Habt Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seht euch vor. Wie spät haben wir es jetzt? 5:42. Komm hier auf. Was hatte ich jetzt gerade für Zahlen? Ja. 5:42. Habt ihr schon von Quatsch gehört? So, ich gehe jetzt nochmal kurz zur Magiergilde. Also zur Universität. Warte mal. Die Richtung wäre es doch schneller jetzt. Da vorne ist sie doch schon, oder nicht? Wie geht es euch? Genau, erstmal Arena-Viertel. Und hier hinter ist es ja schon. Ah, noch ein glücklicher Zuschauer. Ihr wollt doch sicher auf einen Kampf setzen. Auf wen soll es diesmal sein? Auf die Blauen oder auf die Gelben? Eigentlich will ich nur zugucken. Oh, Verzeihung, ich hatte das nur angenommen. Nun, wenn ich noch etwas für euch tun kann, lasst es mich wissen. Ich wollte nur, einen schönen Tag wünsche ich noch. Ja, ihr müsst auf einen Kampf wetten, um Zutritt zur Arena zu halten. Sprecht mit den Arena-Torwächtern zwischen 9 und 9 Uhr. Ah, noch ein glücklicher Zuschauer. Auf das Blaue. In Ordnung, das blaue Team also. Wie viel möchtet ihr setzen? Nun gut, ihr habt 100 Goldstücke auf das blaue Team gesetzt. Viel Glück und genießt den Kampf. Ach ja, solltet ihr gewinnen, dann sucht mich auf und ich zahle euch den Gewinn aus. Okay. Willkommen. Willkommen in der Arena, verehrte Bürger des Reiches.
Ihr kamt, um einen Kampf zu sehen. Und einen Kampf sollt ihr bekommen. Das blaue Team tritt gegen das gelbe Team an. In einem Kampf bis zum Tod. Schließt die Tür! Okay, Schlimmstes. Ich wärme mich gleich. Mal gucken, wer gewinnt. Ja, die 100 Gold. Nur mal so als Frage. Darf ich rein? Ich darf nicht rein. Bin ich wirklich neu? Ich wollte schon sagen, ist er jetzt tot? Er ist aber am Bluten. Ich glaube, Blau verliert. Billiger Wein. Pista Marlin. Wumek. Und Roderick Piranha. Ihr habt gewonnen. Meinen Glückwunsch. Hier habt ihr euren Gewinn, Freund. 200 Goldstücke. Ihr könnt jederzeit zurückkommen und weiter auf die Kämpfe wetten. Ja, ein andermal. Wollte ich einmal mal gemacht haben. Was ist los? So, jetzt müsste eigentlich Dingens genug Zeit gehabt haben. Bei einem Gesellen des Blocken wird das Schiff. Ich höre euch zu, Bürger. So, ich hoffe, er hat jetzt Zeit. Oder ist fertig. Hallo, Zauberer. Wie geht es? Was habt ihr? Seid gegrüßt. Sieh sich einer diese Muskeln an. Im Moment gehört all meine Aufmerksamkeit dem Rat. Ich werde euch bald genug brauchen. Ich brauche mehr Zeit. Okay, wie viel Zeit soll ich euch geben? Wenn ich irgendetwas für euch tue... Hallo. Ich habe von euch gehört. Ihr seid der göttliche Kreuzritter, von dem jeder spricht. Hast du eine Aufgabe für mich? Eure Aufträge kommen jetzt direkt von Erzmagier Traven. Sprecht bitte mit ihm, wenn ihr nicht sicher seid, was ihr tun sollt. Ja, wie sieht mit dem Fortschritt aus? Ihr seid noch nicht für eine höhere Würde in der Gilde bereit. Auf Wiedersehen. Ja, okay, was machen wir dann jetzt? Wo war Meridia? Hier war Sura? Molagbal? Sanguin? Meridia. Dann reisen wir da mal hin. Wir sollten ihr ja ein Stück totes Fleisch geben. Ihr findet nichts Nützliches. Bietet totes Fleisch an. Ich wurde herbeigerufen durch die Überreste gottloser Kreaturen. Durch euer Opfer habt ihr euch mit den Gottlosen eingelassen, Sterblicher.
Die Untoten sind scheußliche, unnatürliche Wesen. Einige meiner Widersacher haben Freude an diesen Abscheulichkeiten. Nicht so Meridia. Ich will diese Kreaturen vernichtet sehen. Versteckt hinter einer Geheimtür, tief in der heulenden Höhle, gibt es Totenbeschwörer. Sie rauben Gräber aus, um an das Material zu kommen, aus dem sie ihre Armeen von Untoten erschaffen. Findet diese Totenbeschwörer, zerstört sie und ihre abscheuliche Brut. Wenn ihr dies tut, ist euch Meridias Dank gewiss. Nachdem ich die richtige Opfergabe darbrachte, erschien Meridia und sprach zu mir. Die Daedra erzählte mir von einem Kult von Totenbeschwörern in der heulenden Höhle, die Grabraub begehen, um eine Armee von Untoten auszuheben. Meridia will den Tod der Totenbeschwörer. Ich kann über eine geheime Tür im hinteren Teil der Höhle an sie heran. Okay, im Auftrag von Meridia machen wir das, was die was die Magiergilde auch von mir möchte. Finde ich schon mal gut. Wo ist denn die heulende Höhle? Hier. Da waren wir sogar schon. Können wir auch dahin schnell reisen. Na, bist du auch wieder da? So, hier haben wir eine kleine Ratte. Und eine Schlammkrabbe. Und noch eine. Zwergenlangschwert. Okay, den haben wir auch. Okay, ich mache erstmal hier. Ich mache erstmal hier oben alles frei. Hier gibt's nichts. Kamen wir von hier oder? Ich glaube, von hier kamen wir. Dahin gab es noch einen Weg. Den da. Silberader. Was war's? Okay, dann gehen wir jetzt mal durch die Tür. Die Mystimagie kennt Zauber. Alter! Nein! Autsch. Das ist jetzt ein bisschen viel hier. Alter! Wie viele Geister? Ist das Astral-Dämpfe wieder interessiert?
Ich brauche jetzt eben... Mist. Achso, das ist ein normaler Zombie. Ich glaube, für sie nehmen wir wieder das hier. Achso. Achso, das ist ein richtiger Zombie. Er lebt noch. So, was haben wir hier? Dädrischer Streitkolben. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das. Das Buch der Dädra. Ein wenig weniger anstößiges Lied. Silberclaimer, Knochenmehl. Was ist das da? Elfenkurzschwert. Black Champion. Was ist das da? Silberclaimer. Noch ein Elfenkurzschwert. Und das hat mich echt erschrocken. So, einmal vielleicht reparieren, was wir haben. So. Hexerei. Wir haben mittlerweile so viele Tränke. Jetzt beschworen, was die da hatte, oder war das ein richtiges? Streitaxt des Brandes. Auch in der dritten Streitkolben. Stab des Blitzes, nehme ich mal mit. Schwarzer Seelenstein. So, Unterlicht. Stab des Feuers. Einmal kurz speichern. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich es da vorne wird. Was ist los? Das sind ein bisschen viele. Komm, stirb doch endlich! Alter. Stahlpfeile nehme ich mal mit. Was ist das? Ein Silberbogen?
Stahlbogen. So, Trank der Hexerei. Der dänischen Streitkolben. Streitkolben des Brandes. Der Stab der Verwundbarkeit. Warum haben die so viele Tränke? Vor allem so viele gute. Eine Sense. Hier hinten? Hier gibt es noch einen Weg, okay. So, warum haben die so viele Tränke jetzt ernsthaft? So. Nein! Ich habe die Totenbeschwörer in den heulenden Höhle getötet. Ich sollte zum Schrein von Meridia zurückkehren. Kann ich ihr irgendwas wieder zurückgeben? Irgendwas, das nicht viel wert ist. Das wiegt 1. Da ist keine Seele drinne. Mist. Erstmal vielleicht. Wir reparieren, wie es geht, dann wir zumindest ein paar Kilo weniger haben. 3 Kilo haben wir verloren. Wir haben 74 von dem. 55 von dem. Weißt du was? Wir werden niemals irgendwie so viel verkaufen können, deswegen nimm 1. Fischer Badstiefel. Der Bettlerprinz. Götter und Kulte, dunkelste Finsternis. So, sagen wir dann Meridia Bescheid, wir sind fertig. Die Totenbeschwörer sind Geschichte. Mal gucken, was ich dann von Meridia bekomme. Ich glaube, wir können da auch per Schnellreise hin. Es ging gerade ja zum Glück nicht weit. Meridia, so höret mich. Gute Arbeit. Diese Kreaturen waren eine Beleidigung für alle Lebewesen. Und nun haben sie für ihre Taten bezahlt. Nehmt diesen Ring und geht. Meine guten Wünsche begleiten. Ring der Khajiit hinzugefügt. Meridia war erfreut, dass ich die mir zugewiesene Aufgabe füllte. Als Belohnung bekam ich den Ring der Khajiit. Ring der Khajiit. Ring der Khajiit. Chamäleon 35% an selbst.
Festigen Schnelligkeit 10 Punkte an selbst. Noch haben wir den nicht. Was wollt ihr von Meridia, der Herrin der unendlichen Energien? Meridia hat zu euch gesprochen und somit seid ihr gesegnet. Okay, Gerüchte? Er hat keine, okay. Möge die Herrin... Das Leben ist ein Segen und der Tod ist nicht das Ende, aber nur, wenn die Seele unverdorben bleibt. Alle Dinge sprechen die Sprache des Lebens, sogar die Knochen aus der Erde. Ich bin unsichtbar. Wenn ich den wieder ausziehe? Andauernder Effekt. Dadurch können wir permanent unsichtbar sein. Ah, okay, den behalte ich mal. Warte mal, wo geht's? Richtung Süden müssen wir. Um nach Skingrad zu kommen. Woher kommst du? Okay, noch ein. Out. Warte mal, was war das denn für ein Dolch? Elfendolch, ich wollte schon sagen. So, Pfeile, Pfeile. Sonst nichts. Okay. Nichts für mich von relevant. Willst du auch Stress? Ich hatte erstmal Kreislaufprobleme. Aber hat uns keinen Schaden gemacht. In Skingrad nochmal die Kapelle. Weil wir müssten uns auch eventuell mal heilen. Haben wir noch die Dingens, Austerenzin? Porphyrische Hämophilie. Die haben wir immer noch. Was heißt das? Okay, das heißt, wir werden noch zum Vampir. Und können da nichts machen. Außer wir gehen zu einem speziellen Heiler. Ich würde aber lieber gerne Werwolf werden. Aber ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass man in Oblivion kein Werwolf werden kann. So, 1200 müsste die hier haben, oder? Einen wunderschönen guten Tag. Lass uns handeln. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Oh, die hat immer noch das, was wir ihr angedreht haben. Ja gut, ich habe hier noch mehr. Das hier zum Beispiel. Ein gutes Geschäft.
Den hier darfst du haben. Das klingt nach einem angemessenen. Den darfst du auch haben. Den darfst du haben. Ihr seid ein harter Feind. Ein gutes Geschäft. Ein gutes Geschäft. Hab ich sonst noch was? Nö, okay. Dann Hämmer. Sie hat 40 Hämmer. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Ja, machen wir bei Gelegenheit. Vielleicht. Zaubereffektivität 95? Hier wollte ich gucken. 18 Hämmer haben wir. 17 Hämmer meinte ich, Entschuldigung. Wir sehen. Und dann jetzt nochmal. Zur Kapelle. Ihr seid, hi. Ich habe da irgendwas gehört gerade. Wir gehen erstmal rein. So, Magie. Ach, die Hämophilie ist auch weg. Okay. Und was haben wir da gehört? Irgendwelche komischen Geräusche. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Hallo. Hallo. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.